Ich lese den Predigttext, da steht in Lukas 1, Vers 26 bis 38. Ein Engel kündigt Maria die Geburt von Jesus an. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte: Sei gegrüßt, Maria. Der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königherrschaft seines Stammvaters David übergeben und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie soll das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nicht mal mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagt, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt. Und was Gott sagt, das geschieht. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Ich danke euch für eure tiefen Lieder, die uns da einfach in die Lebenswirklichkeit Gottes auch mit hineinnehmen. Dankeschön. Guten Morgen zusammen. Darf ich euch mal was fragen? Was habt ihr eigentlich die letzten zwei Tage zu Hause gemacht? Wer von euch hat einen Christbaum gekauft? Hat sich jemand um Geschenke gekümmert? Fleißig. Wer hat über das Rezept für das Weihnachtsessen nachgedacht? Hat sich jemand über die Gästeliste Gedanken gemacht? Wer hat sich mit der Heiligabendgestaltung beschäftigt? Ich merke, ihr seid fleißig dabei. Die Advents- und Weihnachtszeit, glaube ich, die ist für jeden von uns eine ganz besondere Zeit. Es liegt so viel an Tradition und für uns Erwachsene auch an Erinnerung da drin, an eine Zeit, die wir zu Hause mit der Familie verbracht haben, wo wir noch kleiner waren vielleicht. Wir denken an die Feierlichkeiten, an unsere Eltern, an die Lieder, an die Gebete. Und vor lauter Freude auf dieses Fest öffnet sich doch manchmal auch unser Geldbeutel sehr schnell. Und ganz von alleine. Sehr zur Freude von Amazon und leider weniger der örtlichen Geschäfte hier. Da funkelt bereits im September die Weihnachtsdeko in den Schaufenstern bei 25 Grad Außentemperatur. Habe ich dieses Jahr gesehen. Ab Oktober empfingen mich die Jingle Bells morgen um 7 in Konstanz, als ich zur Arbeit gegangen bin. Und die Glitzerwelt, die steigert sich natürlich noch bis zum Advent. Im Mikro im Ramsen, da habe ich tatsächlich einen Schoko-Osterhasen mit einer Nikolausmütze entdeckt. Da habe ich gedacht, das nährt diesen alten Verdacht, dass man die Nikoläuse einschmilzt auf Ostern und Hasen draus macht und aus den Hasen wieder Nikoläuse.
Aber den Hasen hat man gar nicht eingeschmolzen, da hat man, glaube ich, echt nur die Mütze drauf gemacht. Unglaublich. Der Expert wirbt diese Woche mit dem Slogan: Beste Bescherung. Und im Wochenblatt gibt es ein Adventsgewinnspiel. Auf der ersten Seite des Aldi-Prospekts steht: Endlich wieder Weihnachten mit allem, was dazugehört. Der Mediamarkt bietet diese Woche seine Produkte an als Last-Minute-Geschenke. Jetzt noch schnell das Richtige für seine Liebsten kaufen. Und bei Möbel Braun erhalten wir ab sofort 30% auf alle Weihnachtsartikel. So, jetzt seid ihr informiert. Plötzlich finden sich in den Lebensmittelgeschäften kulinarische Raritäten zu sehr stattlichen Preisen. Die Lichterketten, die sprießen an den Häusern wie Pilze aus dem Boden und flackern in den grellsten Farben und Variationen. Die Merlestadt in Stein am Rhein, die wird derzeit von Besuchern überrannt. Man sieht das Kopfsteinpflaster nicht mehr. Und die Restaurants, die bieten außergewöhnliche Dinner an mit 5 Gängen und mehr. Und jeder Ladeninhaber bei uns ersehnt sich ein lukratives Weihnachtsgeschäft. Im November 2020, das habe ich von der Straße aus gesehen, da prangte vor dem Jumbo in Schaffhausen ein Riesenplakat und auf dem stand: Wir machen Weihnachten wieder schön. Und ich dachte, hä, was muss an Weihnachten wieder schön gemacht werden, an diesem Weihnachten? Unsere Weihnachtsgeschichte, sie ereignet sich in Galiläa. Okay, ich gebe zu, das ist kein Ort von Jubel, Trubel, Heiterkeit. Diese kleine Provinz liegt im Norden des Landes und gilt ein bisschen als einfach. Fuchs und Hase sagen sich da gute Nacht. Bei uns würde man diesen Landstrich als etwas hinterwäldlerisch bezeichnen und so solche Gegenden wie einfach die abgelegenen Gegenden im Schwarzwald oder auf der Alp oder im Bodenseehinterland. Aber genau in solch eine Abgeschiedenheit kommt hier der Engel Gottes. Doch dann ist da noch Nazareth. Wie sagt der Schriftgelehrte Nathanael, kann aus Nazareth denn Gutes kommen? Dieser Ort hat offensichtlich ein Geschmäckle und keinen guten Ruf. Und niemand würde gerne freiwillig dorthin ziehen. Doch genau an solch einem Ort erscheint der Engel des Herrn. Und dann ist da noch Maria. Ihr jüdischer Name ist Miriam und sie ist eine Magd. Teure Stoffe für ihre Kleidung kann sie sich von ihrem geringen Lohn ganz sicher nicht leisten. Obwohl sie auf vielen Gemälden heute so oft in einem wunderschönen blauen Gewand gezeichnet wird, wie sie dort an der Krippe bei ihrem Kind sitzt. Nein, Maria ist ganz sicher nicht das, was man eine gute Partie nennen würde für ihren Mann, sondern eine einfache junge Frau. Aber genau dieser einfachen Frau begegnet der Engel Gottes. Ein etwas verrufener Ort, weit draußen in der Pampa, und dazu ein einfaches jüdisches Mädchen. Sollten das die Faktoren sein, die Gott für seine Menschwerdung für uns wichtig hält? Sind wir hier in diesen Äußerlichkeiten dem eigentlichen Wunder von Weihnachten bereits ganz nah? Das ewige Wort wird nur in der Stille laut, das sagte einmal Meister Eckhart.
In meinen Büchern zu Hause, in der Ilias und in der Odyssee, da lese ich von Göttern, die mit viel Rauschen und Pomp auf die Erde zu den Menschen kommen, um sich als brüllende Kriegsgestalten und auf Schlachtfeldern zu tummeln und so ihre Macht zu zeigen. Kennt ihr vielleicht auch. Doch dieser Gott in unserem Predigttext, er kommt später nicht in einem Palast oder Prachtbau zur Welt, sondern eben in einem Stall. Er wird auch nicht auf Seide gebettet sein, sondern in einer unhygienischen Futterkrippe. Und zwar einer Futterkrippe für das Vieh. Er wählt sich für seine Menschwerdung auch keine Adelsfamilie aus, sondern eine einfache Familie, die auch noch bald als Flüchtlinge nach Ägypten unterwegs sein wird. Vielleicht hätte Gott sich heute eine vor Hunger und Kälte schlotternde Familie am Stacheldrahtzaun an der polnischen Grenze ausgesucht. Oder vielleicht ein morsches Holzboot auf dem Mittelmeer. Dieser große und heilige Gott in unserem Text ist sich nicht zu schade, es mit einfachen und schlichten Leuten in einer heruntergekommenen, schäbigen Unterkunft zu tun haben zu wollen. Er ist sich nicht so schade. Das ist doch das eigentliche Wunder von Weihnachten, dass wir alle, die wir hier sitzen, noch lange nicht so niedrig sind, wie sich der große Gott damals bei seiner Menschwerdung gemacht hat. Und es immer noch macht bis zum Kreuz und er macht es für uns heute immer noch. In seiner Liebe für alle seine Menschen war und ist Gott sich nicht zu schade dafür, sich in die äußerste Niedrigkeit zu begeben. Niemand, kein Mensch soll herausfallen aus dieser Liebe, aber kein einziger. Nur weil er oder sie vielleicht zu arm, zu verachtet, zu krank, zu ungebildet, zu schuldig war nach den damaligen politischen oder religiösen Standards. Das ist doch die tiefste Erfüllung der Worte des Propheten Jesaja aus Kapitel 7, Vers 14, wo er sagt, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Was für ein schöner Name. Gott ist mit uns, was für ein Zuspruch für jeden von uns, für jeden Menschen. Keinen hat Gott da ausgenommen, aber wirklich keinen. Und dass Gott mit uns ist, das wird in seiner Menschwerdung an Weihnachten doch so deutlich. Er weiß um unsere persönliche Geschichte mit ihren traurigen und schönen Begebenheiten. Er weiß um unser Zweifeln und Staunen in seiner Gegenwart. Er weiß um unser zeitweiliges Versagen, in seiner Liebe zu bleiben und daraus zu handeln. Er weiß um das, was uns so sehr zu schaffen macht und uns innerlich erbeben lässt. Er weiß auch um unser Sehnen und Hoffen, unser Leiden und Wünschen. Alles, was uns bewegt, ist bereits an ihm vorübergegangen. Und Gott ist trotzdem oder gerade deshalb mit uns. Der Herr ist mit dir. Genau diese Worte trafen auch Maria, als der Engel ihr erschien. Der Herr ist mit dir. In diesen Worten liegt doch vollkommenes Angenommen und Wahrgenommensein in Gott. Maria erschrickt zwar zu Beginn, als der Engel zu ihr spricht, doch dann rennt sie nicht davon und verbirgt sich, sondern sie fragt nach. Ich habe mir überlegt, warum
Maria eigentlich nicht an dieser Botschaft zweifelt, sondern lediglich fragt, wie das vor sich gehen soll. Das hat wahrscheinlich mit dem Engel als Überbringer zu tun, habe ich mir gedacht. Gerade der Engel Gabriel zählt ja nach der jüdischen Lehre zu den Erzengeln, die zur engsten Umgebung Gottes gehören. Da die Engel in Gottes Auftrag unterwegs sind, war ja auch sofort klar, von wem diese Worte kommen. Der Engel hier setzt mit seiner Begrüßung sofort Maria ins Licht und macht sie groß. Gerade die, die von sich glaubt, dass sie nichts vorzuweisen hat und unscheinbar ist. Er nimmt ihr bereits in seiner Anrede die Furcht und seine Worte geben Maria den Mut, diesen großen Schritt zu wagen und dieser Botschaft tatsächlich zu glauben. Wer einem Engel begegnet, der wird öfters mit einem Neubeginn oder auch einem Reset-Knopf konfrontiert. Wie oft habt ihr schon gehört, dass jemand zu euch sagt, dich schickt doch der Engel? Oder dich hat der Himmel geschickt? Engel sind ja oft Menschen, die uns selbst eine neue Spur aufzeigen. Unseren Blick weiten, uns ermutigen und uns Gottes Sichtweise für uns selbst wieder in unser Herz legen. Wie sieht denn wohl dein und mein Engel aus, der uns vielleicht in diesen Tagen begegnet? Wozu würde er dich und mich vielleicht ermutigen? Und aus welcher Spur würde er uns herausnehmen? Fest steht von vornherein, dass Gott mit dir und mit mir ist, wenn wir solche Spurwechsel in seinem Sinne vornehmen. Fürchte dich nicht, heißt es da. Diese Zusage erhält auch Maria in unserem Predigttext. Gott hat es zugesagt, und was Gott sagt, das geschieht. Habt ihr vorhin eigentlich nicht auch gedacht, dass ihr diesen Text, den ihr da an der Leinwand gesehen habt, schon 100 Mal gelesen habt, dass ihr den in- und auswendig kennt? Also zumindest ist es mir mal so ergangen, als ich die Stelle aufgeschrieben habe, die für heute angesagt war in den Perikopen. Ich habe den Text überflogen und dachte, genau so, kenne ich doch. Doch was mich plötzlich getroffen und tief berührt hat, das ist Marias Antwort auf die Botschaft des Engels. Ganz schlicht und einfach sagt sie, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Also ich habe richtig gemerkt, wie ich an diesem Satz wirklich hängen geblieben bin. Da hatte ich bis kurz vorher noch die letzten 3 Wochen immer länger als 10 Stunden täglich gearbeitet und war sozusagen fertig mit der Welt. Ich war echt fertig. Und genau in diesem Augenblick habe ich diese Worte gelesen. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Eine ganz tiefe Sehnsucht hat mich da ergriffen. Das muss ich wirklich sagen. In die Nähe, einfach die Nähe Gottes wieder neu zu suchen und mein Herz neu auszurichten auf ihn. Wir haben heute ja bereits den 4. Advent und warten auf die Ankunft unseres Gottes. Aber unser Warten hat ein Ziel und es hat eine Hoffnung und eine Gewissheit. Es ist kein Warten, ein Abwarten oder so. Es ist ein Warten in Christus, ganz aktiv und nicht auf dem Stuhl sitzen und der Dinge harren, die da kommen sollen. Richten wir doch unser Herz neu aus auf den, der sich für uns so sehr erniedrigt hat. Und das in seiner Liebe. In einer Liebe, die wir nur als Gnade bezeichnen können.
Öffnen wir doch unsere Herzenstür für Jesus. Lassen wir uns doch von seinem Wesen durchdringen und vielleicht auch auf eine neue Spur bewegen. Kann es sein, dass auch bei uns, bei dir, bei mir, einfach der Reset-Knopf von einer oder mehreren Stellen von uns betätigt werden sollte, damit wir eine neue Ausrichtung finden? Möglicherweise ist diese Zeit gerade der richtige Moment, um mit Marias Worten zu sagen: Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Wie sieht denn unsere Lebenswirklichkeit gerade aus? Ein bisschen was haben wir ja zu Beginn schon mitgekriegt, gell? Hetzen wir von einem Ladengeschäft ins andere? Werden wir an unserem Arbeitsplatz gegen Jahresende noch zugeschüttet mit Aufträgen? Belastet mich der Streit mit dem rücksichtslosen Nachbarn da drüben? Habe ich Sorge, dass wir als Klasse vielleicht wieder im Homeschooling landen? Schäme ich mich gerade für meine lieblosen Worte, weil mir der Mensch von eben gerade nicht so wichtig war? Kreise ich mit meinem berechtigten Anliegen immer nur um mich? Verstecke ich mich hinter meinen seelischen Verletzungen? Werde ich gerade in dieser Zeit von meiner Einsamkeit erdrückt? Vergrabe ich mich in meiner Höhle zu Hause, weil es mir schwerfällt, Kontakte aufrechtzuerhalten? Was unser Leben gerade so ausmacht, das weiß jeder für sich hier ganz alleine. Und auch ganz gut, und jeder hat da seine eigene Lebenswirklichkeit. Doch nutzen wir doch diese Zeit im Advent, um unsere Herzenstür neu zu öffnen für Jesus. Und ganz bewusst mit Marias Worten zu sagen: Ich will mich dem Herrn ganz neu zur Verfügung stellen. Jesus will uns heilen, da wo wir tief verletzt sind und wo es uns wirklich richtig wehtut. Er will uns ermutigen, unsere Spur zu wechseln, dass wir uns nicht mehr vor uns selbst schämen. Dort, wo wir unsere Schwachstellen haben und so sehr bedürftig sind, da will er uns stützen und neue Hoffnung sehen. Wo wir mit unserem Wissen und Können am Ende sind, will er uns neue Wege aufzeigen und uns darin auch begleiten. Wenn wir uns Jesus ganz zur Verfügung stellen, heißt es aber auch, dass wir seine Anliegen zu unseren Anliegen machen. Das, was ihm wichtig ist, das soll uns auch wichtig sein. Dann stehen wir auf gegen Gewalt an Kindern und Frauen. Wir finden uns nicht ab mit Hetze und Gewalt im Netz, auf der Straße, in der Schule, am Arbeitsplatz oder in der Familie. Wir stehen auf für eine gerechte Welt und eine gerechte Verteilung der Ressourcen und auch der finanziellen Mittel. Schauen wir doch bloß mal auf die Verteilung der Impfstoffe im Moment. Wir leben hier in Europa tatsächlich im Luxus. So sehr im Luxus, dass viele meinen, sie verzichten doch glänzend auf diese Impfstoffe. Und in Afrika, da haben die Leute keinen Impfstoff. Da sind so wenige geimpft. Und den Nachteil spürt man dort ganz arg. Und die Toten auch. Was für ein krasses Beispiel. Finden wir uns nicht damit ab, dass Wasser und Ackerland zum lukrativen Spielball von Hedgefonds werden? Das ist so krass und so absurd. Die Pfadfinder, die heute bei uns sind, sie hatten vor vielen Jahren schon das Jahresmotto Bewahrung der Schöpfung. Schauen wir doch bei unseren Einkäufen nach dem Tierwohl und der Naturverträglichkeit, soweit es unser Geldbeutel auch erlaubt.
Lasst uns noch betroffen sein von menschlichen Schicksalen, wie dieses Jahr an der A oder den Flüchtlingen da in den Lagern und weiteren Katastrophen, und helfen wir so gut wir können, jeder in seinem Maß, wie er es kann. Aber lasst uns davon nicht unberührt bleiben. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Lasst uns diese Worte mit nach Hause nehmen und lasst sie auch Wirklichkeit werden für uns und für die Mitmenschen, denen wir begegnen, mit denen wir zusammen sind. Dass dieser Satz auch Spuren hinterlässt. Amen.